Hallo und herzlich willkommen zu Dice Legacy. Ein Spiel, was heute am 9. September auf Steam erschienen ist, zum Preis von 20 Euro. Und ich möchte euch das Spiel nicht vorenthalten. Ich finde es sehr interessant, habe es erst 5 Minuten gespielt, aber ich dachte, nee, komm, das spielen wir lieber gemeinsam. Es gibt hier 6 Szenarien und das erste spiele ich mit euch jetzt gemeinsam durch und die anderen 5 dann, wenn bei euch Interesse besteht. Nehmt euch bitte auch ein bisschen Zeit, guckt euch das an, das Spiel ist nicht für jeden was. Es richtet sich, glaube ich, vor allen Dingen auch an Brettspielfans, denn die Entwickler, die haben früher Brettspiele entwickelt und das hier könnte auch als Brettspiel erschienen. Lasst euch vor allen Dingen nicht von den Würfeln abschrecken, es hat nichts mit, mit den typischen Würfelgames zu tun, wie es sie zahlreich auf Steam gibt. Am besten wir gucken erstmal rein, bevor ihr euch ein Urteil bildet. Wir sagen mal neues Spiel. Hier sind die 6 Szenarien. Wir haben gestrandet, wir sind also mit dem Schiff gleich irgendwo angelandet und müssen überleben. Es ist ein Aufbauspiel. So ein bisschen vielleicht auch in Richtung Frostpunk mit Entscheidung, mit Forschung, mit Entwicklung der Kolonie. Aber es sind auch noch andere Elemente da drin. So, wir haben unseren Charakter hier, der gestrandete König. Ihr seht, später kann man noch andere Figuren freischalten. Startwürfel haben wir 5 Bauern. Im Prinzip könnt ihr euch die Würfel also quasi wegdenken. Wir haben hier einfach 5 Arbeiter. Und diese Arbeiter können arbeiten, das sind die Zahnräder. Sie können Sachen sammeln, das sind hier... haben wir uns sicherlich fast gesagt, hier Axt und Spitzhacke. Und die können mit dem Hammer etwas Neues bauen. Schwierigkeitsstufe würde ich normalerweise auf dem mittleren wählen. Vermächtnis, Ressourcen sind knapper und das Volk ist schwerer zufriedenzustellen, so wie das Erlebnis vorgesehen war. Aber, den einen Satz, den ich jetzt ausgelassen habe und am Ende sage, das Pausieren im Spiel ist deaktiviert. Das ist für ein Let's Play ganz, ganz schlecht, weil ich will ja auch euch in meine Überlegungen mit einbeziehen und ich will euch auch ein paar Sachen erklären, was ich so mache und so. Und das ist schon schöner, wenn ich pausieren kann. Und ich denke auch, dass für die allererste Partie, also für mich ist das Projekt ja komplett blind, ist es vielleicht auf Standard hier ein bisschen besser. Ich lasse die Tutorials mal an. Tutorials, sagen wir mal vorsichtig, könnte man besser machen in dem Spiel. Aber ich denke, wir kriegen das zusammen ganz gut hin. Achso, genau, hier Startwürfel. Man kann später noch Würfel ersetzen. Offensichtlich kann man Würfel, können Würfel ein Level abkriegen und dann kann man hier aufgelevelte Würfel reinpacken. Und damit hat man das Spiel dann einfacher. Ja, es gibt harte Winter, viele Gefahren und jede Menge Geheimnisse. Experimentiere, sei beharrlich, sei mutig. Genau, italienische Entwickler. Und da ist unsere Welt. Keine Kugel, keine Scheibe, nein, ein Ring, so wie es sich gehört. So, und jetzt muss ich hier erstmal direkt pausieren, damit ich ein bisschen was erzählen kann. Das Allerwichtigste fangen wir mal damit an, wenn ich hier auf Options gehe. Das rate ich jedem dazu, der das Spiel vielleicht sich holt und selber spielen möchte. Spieltempo mit Leertaste einfrieren. Standardeinstellung ist, mit Leertaste würfelt man. Und bei fast jedem anderen Spiel ist es so, mit Leertaste kann man pausieren. Und dann will man mal eben Pause drücken und zack, hat man auf einmal gewürfelt. Das will man nicht. Also ich jedenfalls nicht. Deshalb habe ich das so aktiviert. Ich würfel jetzt mit der Taste R und pausiere mit Space.
So, dann haben wir hier links oben unseren Herrscher mit seiner Spezialfähigkeit. Er kann eingefrorene Würfel wieder aktivieren. Und wir haben hier die Zeitleiste. Der Frühling geht gerade zu Ende, der Sommer fängt an. Und wir haben also eine ganz gute Zeit. Wir müssen uns aber auch beeilen, denn unerbittlich schreitet die Zeit voran und die ganze Zeit können wir halt unsere Siedlung aufbauen, müssen sehen, dass wir Nahrung finden, dass wir Holz sammeln und so weiter. Wie bei auch bei klassischen RTS-Spielen. Also wie jetzt zum Beispiel, wer kennt es noch, Warcraft 2 oder Warcraft 3? Das ist ja auch erstmal so Ressourcen sammeln. Unsere Ressourcen, die haben wir hier: Nahrung, Holz, Stein, Gold, Eisen, Weizen, Bier und Kräuter. Hier sind unsere 5 Arbeiter. Und das sind die Aktionen, die wir diese Runde machen können. Ach genau, eine Sache habe ich vorhin noch nicht erzählt. Der Kompass, da weiß ich noch gar nicht, was das ist. Das ist in meinem 5-Minuten-Testspiel nicht vorgekommen. Dann hier unsere Bevölkerungsgruppe. Bauern sind halbwegs mit dem zufrieden, was wir so tun. Wir haben momentan 5 Bauern. Wir können maximal 12 Bauern aufnehmen. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Spielwelt an. Einfach mit W und S bei so einer Ringwelt muss man ja nicht nach links und rechts scrollen. Dann sehen wir, wir können hier vor und zurück. Und da ist jetzt der Nebel des Krieges sozusagen. Das ist außerhalb unseres Einflussbereiches. Da können wir noch nichts machen. So, unsere Arbeiter sind mit dem Schiff angekommen. Und jetzt noch so eine Reminiszenz. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Wingard erinnern könnt. So ein paar Menschen sitzen um so eine Wassertonne rum und müssen überleben und Björn kommt an und will die Leute verprügeln und will Rohstoffe haben und sowas. Falls ihr das noch nicht kennt, könnt ihr euch das auch noch mal irgendwo mal angucken. Das ist auch so quasi Worker Placement. Also diese Brettspielart nennt man halt Worker Placement Games, weil man die Arbeiter auf bestimmte Aktionen verteilt. Das Tolle an dem Spiel ist halt, dass man immer Fortschritt hat. Egal was man tut, man hat einen Benefit, einen Gewinn für die Siedlung. Aber man muss halt überlegen, was ist jetzt das Sinnvollste zu tun. Jedenfalls können wir jetzt hier die Würfel platzieren, unsere Arbeiter platzieren. Hier sieht man, den Würfel kann ich nur dann platzieren, wenn er hier das Arbeitersymbol hat. Ich habe jetzt hier aber gar keinen Arbeiter. Und hier kann ich platzieren, wenn der halt sammeln soll. Und hier kann ich den platzieren, wenn der bauen darf. Okay. Das Tutorial möchte jetzt, dass wir diese 3 Sachen machen. Machen wir auch gleich. Und unser Hauptauftrag ist, stelle die Kantine fertig. Das hier ist die Kantine. Müssen wir mal eben ein bisschen scrollen, damit man es besser lesen kann. Mit der Kantine kann man die Haltbarkeit eines Würfels mit Hilfe von Nahrung wiederherstellen. Haltbarkeit? Ja, diese 16 hier unten. Die Würfel gehen kaputt. Also das Würfeln ist ja nur ein Symbol, aber es sind ja Arbeiter, die sind irgendwann halt erschöpft. Und wo die bei Dwarf Fortress zum Beispiel dann in die Kantine gehen wollen, um was essen, so wollen die das hier eben auch und stellen dadurch hier halt ihre Haltbarkeit wieder her. Das heißt, sie können maximal 15 Handlungen durchführen. Wenn die 16. Handlung durchgeführt haben, also 16 Mal neu gewürfelt wurden, dann sind die halt kaputt, dann sterben die. Muss man also vorher wieder regenerieren. So, die ist aber kaputt, die Kantine. Jetzt müssen wir erstmal eine Bauoption geben und da jemanden reinstellen. Kann ich jetzt gerade nicht machen, weil pausiert ist. Ich muss gleich mal erstmal wieder auf Play drücken. Das heißt, ich werde dann einen Würfel da reinsetzen. Dann hier können wir in einem Wrack, das Schiff sieht eigentlich noch relativ gut aus, aber offensichtlich sind hier doch Wrackteile. Da können wir halt Sachen bergen. Einfach Nahrung sammeln und so weiter. Oder wir gehen hier in so ein Jagdrevier. Oder in noch ein Jagdrevier oder in einen Wald oder in einen Stein. Nee, das ist die Eisenmine. Wo ist der Steinbruch?
Da ist der Steinbruch. Da können wir halt Sachen sammeln. Und dann seht ihr hier rote Zahlen. Das Tutorial hat es mir noch nicht erklärt, aber ich gehe fest davon aus, dass man hier 23 mal Eisen und 24 mal Stein abbauen kann. Und 24 mal Nahrung. Und dann ist das vorbei. Dann kann man hier nichts mehr bekommen. So, mein Ziel ist es jetzt erstmal, die Würfel einzusetzen und teilweise neu zu würfeln. Ich muss leider einen Würfel sperren, warum auch immer. Also wenn ich jetzt gleich R drücken würde, dann würden diese 5 Würfel alle neu gewürfelt werden. Alle verlieren einen Haltbarkeitspunkt und ich kann die dann entsprechend einsetzen. Ich kann sie auch jetzt so einsetzen. Wenn sie dann eingesetzt wurden, kommen sie quasi, wer Magic mal gespielt hat, kommen sie getappt wieder ins Spiel. Also das heißt, benutzt, kommen sie wieder auf meine Hand. Und ich kann sie erst dann wieder einsetzen, wenn ich sie gewürfelt habe. Okay, fangen wir mal ganz langsam an. Ich drücke mal Space und sage jetzt mit Alt, sperre einen Würfel. Klicken wir hier mal drauf. Und den setze ich jetzt aber auch hier hin. Ich wollte es ja nur machen, damit wir das einmal gesehen haben. So, dann haben wir hier Leute, die arbeiten können. Dann denke ich, Nahrung sammeln oder ja, gehen wir einmal Nahrung sammeln, einmal Holz sammeln und mit denen kann ich nichts anfangen, mit denen würfel ich jetzt einfach mal, drücke ich also, hier ist der eine auch schon wieder da, würfel ich die 3 zusammen. Ach so, ich dachte, er wäre jetzt würfeln. Hä? Er ist Technologie? Gut, machen wir nochmal kurz Pause, gucken uns hier die ersten Schritte nochmal an. Drücke Leertaste, um alle Würfel im Inventar zu würfeln. Ja, das will ich ja gerade nicht mit Leertaste. Haltbarkeit sinkt, Alt-Linksklick kann man sie entsprechend sperren. Das ist ja das, was ich euch ja eben schon erklärt habe. So, und jetzt, wenn ich hier sage Würfeln, Hotkey R. Ich hatte R gedrückt. Ah, jetzt habe ich wohl. Ich habe wohl T gedrückt versehentlich. Sorry, mein Fehler. So, jetzt können wir hier nochmal Leute arbeiten lassen. Achso, genau. Baue ein Haus. Ist unser nächster Job. Wir haben hier ein Baumenü. Und da kann ich Häuser, Schulen, Kantine, Bezirksamt und so weiter bauen. Weizenhof, Mühle, Brauerei und so weiter. Und da wäre unser erstes Ziel, ein Haus zu bauen. Noch Pause mal eben wieder weg. Also dafür brauche ich 6 Holz. Alles klar. Das heißt, hier wieder raus. Und Holz sammeln auf jeden Fall. Und du sollst hier einfach mal im Wrack ein bisschen was suchen. Und den Bauarbeiter können wir jetzt gerade nicht benutzen. Ich mache mal eben Pause, damit man hier bei Orte nochmal das Tutorial sehen kann. Habe ich ja eben schon erklärt. Auch die Orte haben eine Haltbarkeit, dann ist der halt weg. Machen wir weiter und ich drücke einmal R. Und wir können nochmal sammeln gehen. Holz brauche ich vor allen Dingen. Aber komm, Nahrung nehmen wir auch einmal mit. Und was der kann, weiß ich gar nicht. Wird das irgendwo erklärt? Die nach oben zeigende Seite eines Würfels gibt Auskunft über die mögliche Aktion. Das sieht ja aus wie Bewegung oder Kundschaften. Jedenfalls nichts, was ich jetzt benutzen kann, würde ich mal sagen. Also würfeln wir den mal neu. Schwert kann ich auch nicht benutzen. Nochmal neu würfeln. So, jetzt können wir vielleicht was bauen. Sagen wir hier Haus. Und ich baue hier jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wo es am sinnvollsten ist, ein Haus. Setze hier einen Bauarbeiter drauf. Und wir brauchen noch einen Bauarbeiter.
Das ist schlecht. Dann gehst du jetzt hier nochmal im Wrack sammeln. Du wirst... Achso. Jetzt habe ich Space gedrückt zum Würfeln. Ah, hier haben wir einen zweiten Bauarbeiter. Wunderbar, kann der hier hin. So. Kurz pausieren, damit wir uns das hier nochmal angucken können. Über dem Baumenü können wir neue Gebäude errichten. Die brauchen Ressourcen und müssen in meinem Territorium errichtet werden. Das ist wahrscheinlich hier so dieser... bis zum Nebel des Krieges. Einige Gebäude musst du erstmal Technologiebaum freischalten. Man kann sie wieder abreißen, um einen Teil der Ressourcen zurückzubekommen. Sie können Feuer fangen und bestreikt werden. Ja, vielen Dank. Also haben wir noch ein bisschen Anno mit dabei. So, die sind beide durch. Ich muss sie einmal würfeln. Kann jetzt hier nochmal sammeln gehen. Könnte hier nochmal was bauen, aber warte mal, da sage ich kurz nochmal Pause und wir gucken uns nochmal an. Das Haus dauert noch 22 Sekunden, bis es fertig ist. Können wir sonst irgendwas bauen? Steht da irgendwas? Ah, hier brauchen wir auf jeden Fall ganz viel Holz, Holz, Holz. Ja. Also ohne Holz wird das nichts. Momentan sehe ich dann keine Chance, dass wir diesen Würfel sinnvoll einsetzen können. Also weiter im Text, den Würfel neu würfeln. Der kann hier Holz sammeln gehen. So, den würfeln kann Holz sammeln gehen. Ich glaube, wenn man das ohne Pause spielt, kann da schon ganz schön Stress aufkommen. So, und jetzt haben wir das Haus fertig. Jetzt haben wir hier Platztypen. Jetzt ist übrigens völlig unbekannt für mich das Spiel. Ich weiß nicht, kennst du die Tutorials nicht, müssen wir uns angucken. Orte und Gebäude können unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Ressourcen, Würfeln, Seiten und Klassen haben. Die Ergebnisse eines Ortes können durch die Kraft der eingesetzten Würfelseite beeinflusst werden. Also, wenn wir hier so ein Hammer-Symbol haben, dann dürfen wir nur einen Würfel mit dem Hammer da hinsetzen. Wenn wir Axt und Spitzhacke da haben, dann müssen wir das Symbol halt hinlegen. Das Ergebnis, also weil da unten ist jetzt aber noch so ein X dran. Das Ergebnis wird mit den Kraftpunkten der Seite multipliziert. Da ist, glaube ich, so ein kleiner Übersetzungsfehler drin. Ich denke, sie meinen das englische Site. Also das Gebiet oder die Anlage oder die Produktionsstätte. Also eine Produktionsstätte hat halt eine Kraft und die wird mit dem Würfel multipliziert. Ermöglicht im Allgemeinen das Erlangen von mehr Ressourcen von einem Ort. So, oranges Symbol heißt, jeder Bauer darf dahin. Und hier Kompass heißt nur Kompass. Das Ergebnis hängt vom Zufall ab. Wird aber von den Kraftpunkten der Seite beeinflusst. Also des Gebiets. Von den Kraftpunkten des Gebiets beeinflusst. Je höher die Kraft, desto höher die Chance auf ein besseres Ergebnis. So, gestrichelte weiße Linie. Kann man irgendwas hinlegen. Und hier muss eine Ressource rein. Okay. Was ist denn jetzt unser Ziel? Wir haben jetzt keine Aufgabe. Ich habe noch keinen Grund, hier einen Würfel neu aufzuladen. Also würfeln wir die einfach mal neu. So, dann können wir noch mal sammeln gehen. Wir könnten jetzt noch mal was bauen. Ach, Mist. Ich denke, achso, da steht es ja auch schon. Baue einen Weizenhof. Baue eine Mühle, baue ein Bezirksamt. Ist das wichtig, dass die Mühle neben dem Weizenhof ist? Bauen den Weizenhof hier einfach mal hin.
Achso, und hier gehen zwei beliebige Würfel rein. Genau, damit wird ja ein neuer Bauer generiert. 60 Sekunden sind die aus dem Spiel. Nein, lassen sich Zeit. Jetzt müsste hier erstmal gepflügt werden. Da haben wir nichts, was ich gebrauchen kann. Ich teste mal, aber da kann ich... Also hier könnte ich den regenerieren. Ja, das bringt mir nichts. Muss ich nochmal würfeln. Achso, ein Bezirksamt muss ich auch noch bauen. Was brauchen wir dafür? Da brauche ich nochmal 6 Holz. 3 Holz habe ich. Und ich kriege hier nur die Würfel, die ich nicht gebrauchen kann. Also nochmal würfeln. So, jetzt können wir hier 2 Leute draufstellen. Okay, jetzt kurz pausieren, zu viel Erklärung hier. Du hast einen Bauernwürfel erhalten. Das Rückgrat unserer Gesellschaft, sie können so ziemlich alles machen. Neue Bauernwürfel kannst du in einem Haus produzieren. Effekt, wenn erfreut, sammelt zusätzliche Ressourcen. Effekt, wenn wütend, in Gebäuden können Feuer ausbrechen. Ach, wenn die wütend sind, dann schmeißen die ihre Öllampe an die Wand oder was machen die dann? So, die Zufriedenheit einer Würfelklasse hat sich geändert. Gucken wir mal da. Sind einverstanden. Waren jetzt nicht eben auch? Deine Aktivitäten können sich auf verschiedene Weise auf die Zufriedenheit der Würfelklassen auswirken. Ist eine Würfelklasse erfreut, gewährt sie eine mächtige positive Wirkung. Ist eine Würfelklasse wütend, erfolgt eine gefährliche negative Wirkung, die dein Königreich bedrohen kann. Die Zufriedenheit einer Würfelklasse kann durch viele Aktionen gesenkt oder erhöht werden, wie zum Beispiel durch das Erlangen oder den Verlust von Würfeln. Das Erlassen oder Verhindern von Richtlinien, den Bau von Klassenbezirksämtern, den Bau oder Verlust von Gebäuden in einem Klassenbezirk und mehr. Wenn zu viele Würfel einer unzufriedenen Würfelklasse angehören, könnte es zu einem Aufstand kommen. Eine Würfelklasse existiert so lange, wie mindestens eine Seite dieser Würfelklasse im Spiel ist. Ja, also ich denke mal, es wird ähnlich sein wie bei Civilization. Je mehr Siedler man hat, oder je mehr Bevölkerung man hat, desto unruhiger werden die. Trotzdem würde ich gerne noch einen weiteren Bauern machen. Pause eben weg. Die würfeln. Ja, wir können ja im Wrack nochmal suchen. Den kann ich jetzt nichts machen lassen. Dann haben die jetzt nichts gemacht oder wie? Also die haben das Weizenfeld gebaut. Jetzt müssen natürlich Leute dann noch drauf arbeiten. Okay, jetzt gehen wir erstmal Holz sammeln, wenn wir die Gelegenheit hier haben. Boah. Die Haltbarkeit eines Würfels ist niedrig. Ja, was du nicht sagst. Wenn die Haltbarkeit eines Würfels unter 0 fällt, aha, 0 geht noch, stirbt dieser Würfel. Die Haltbarkeit lässt sich in der Kantine wiederherstellen. Genau. Wird er denn wieder voll, oder? Weiß man nicht. Steht Effizienz plus 25%. Muss man gleich mal ausprobieren. Wir könnten das auch jetzt mal ausprobieren. Wir haben 10 Nahrung. Ich setze den hier mal in die Kantine. Okay, jetzt haben wir hier... Der kann Weizen ernten. Du kannst
Jagdrevier Nahrung. Nee, ich will jetzt mal. Das geht nicht. Machen wir hier nochmal Holz. Dann neu würfeln. Dann kommt ihr beide hier nochmal neuen Würfel generieren. Ah ne, Zufriedenheit steigt ja bei den Leuten. Dann können wir hier nochmal Holz sammeln. Und dann können wir hier nochmal im Wrack suchen gehen. So, was ist mit ihm jetzt? Kommt der irgendwann wieder? Ist gar keine Uhr, die lang läuft. Achso, den hätte ich da natürlich aufs Weizenfeld stellen müssen. Mist. Ups. Einmal würfeln. Nochmal würfeln. Hark. So, jetzt kommst du hier auf das Weizenfeld. Du wirst nochmal gewürfelt. Kann ich den jetzt? Ich kann den nehmen, oder? Der ist noch bei 7. Gut, warte mal. Ich muss mal kurz pausieren. Also die beiden kann ich gleich wieder an die Arbeit schicken. Und die anderen kann ich dann einmal neu würfeln, weil die sonst sowieso nichts machen können. Okay. Ach so, hier muss Nahrung drauf, ne? Warte mal. Jetzt muss ich hier Nahrung nehmen. Oh. Okay, Vorgang stoppen. Halte mit Rechtsklick einen Ort oder ein Gebäude, um alle aktiven Vorgänge anzuhalten, Würfel und Ressourcen zurückzuerhalten. Ja, das will ich ja nicht abbrechen. Mist, jetzt läuft auch eine Uhr. Die ganze Zeit ist nichts passiert. Mist. So, jetzt müssen wir aber hier nochmal Sachen sammeln. Und wir müssen mal das Bezirksamt bauen. Das erweitert wohl unser Territorium, also setze ich das möglichst weit mal hier hin. Okay, nochmal kurz das erklären. Effizienz. Die Effizienz beschreibt, wie schnell ein Gebäude oder Ort seine Aufgabe erledigt. Bezirksämter verleihen jedem Gebäude und Ort in der Nähe zusätzliche Effizienz. Okay. Dein Rathaus verleiht in seinem Umkreis ebenfalls Effizienz. Okay, muss man also nochmal geschickter aufbauen. Erkundung. Du kannst nur mit Orten und Gebäuden interagieren, die sich innerhalb deines Territoriums befinden. Dein Territorium kannst du über Bezirksämter vergrößern. Platziere dazu ein Bezirksamt am Rand eines Territoriums und schließe das Rezept Territorium vergrößern ab. Das Rezept, er ist auch so ein bisschen eher den Auftrag oder ja. Ist aber auch schön, dass uns das genau erklärt wird, nachdem ich das Bezirksamt gesetzt habe. Genau in der Sekunde kam dann ja das Tutorial dazu. So, das heißt, wir müssen hier einmal bauen. Achso, ich bin auf Pause, sorry. Den bauen. Der muss sich hier nochmal erholen. Achso, genau, der andere. Ich glaube, der ist auf 15 gegangen. Nahrung. Zack. Jagdrevier. Nee, ich weiß nicht. Hier nochmal Holz sammeln. Wir haben kein Holz mehr. So, hier nochmal Weizen. Wir haben inzwischen 4 Weizen bekommen. Und hier nochmal neu würfeln. So, der muss sich erholen. Nahrung. Du gehst hier hin.
Du gehst dahin. Die müssen wir nochmal neu würfeln. Produktion. Jetzt können wir das Bezirksamt da fertigstellen. Und wir können nochmal Holz sammeln gehen. Die sind hier gerade ein bisschen am Breakdancen. Achso, genau, die muss ich neu würfeln. Das ist nichts, was ich gebrauchen kann, aber vielleicht kann ich jetzt noch eine Mühle bauen. 8 Holz und 4 Steine. Das ist nichts, was ich dabei habe gerade. Hier können wir erkunden. Die Erkunder sind gerade nicht da. Komm, dann gehst du hier nochmal einen neuen Bauern erzeugen. Und du auch. Und die anderen werdet neu gewürfelt. Jetzt kommen keine Erkunder mehr, ich werde wahnsinnig. Wir können aber hier noch Weizenfeld weitermachen. Und wir können den sich erholen lassen. Und nochmal Nahrung. Und die lasse ich jetzt mal hier. Die machen jetzt mal kurz nichts. Sie machen dann da das Weizenfeld gleich weiter. Oh, es wird kälter. Der Winter naht. Bald werden unsere Felder starr vor Kälte sein. Dann ist es gefährlich, sich in die Wildnis zu wagen. Wir müssen sicherstellen, dass wir über genug Holz für unsere Dampfkessel haben. Wir müssen überleben. Ja, super. Ich habe noch nicht mal genug Holz für eine Mühle. Geschweige denn für Dampfkessel. Ich habe ja noch nicht mal Dampfkessel. So, das ist da durch. Dann machen wir jetzt nochmal, solange der Sommer noch da ist, können wir vielleicht nochmal Weizen ernten. Dann kannst du dich hier nochmal erholen. Mit Nahrung. Vielleicht ist das auch zu früh, die bei 5 schon zu erholen. Ich weiß es nicht. Und dann können wir mal eben... ja, noch uns noch einen Würfel machen. Und die hier neu würfeln. So, dann können wir Holz sammeln. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Ich habe keinen Erkunder. Ich werde wahnsinnig. Ich kann mit denen hier gar nichts machen. Ich würfel die alle nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Aber zumindest können wir jetzt Holz sammeln. Das ist schon mal was. Hier nochmal auf dem Feld, aber man muss, glaube ich, dreimal arbeiten, damit man hier was bekommt. Gut, du bist da fertig. Direkt den nächsten zum Holz schicken. Und ich muss aber trotzdem sehen, dass ich eine Mühle baue, aber die brauchte 8 Holz und Steine ja auch noch. Okay, jetzt müssen wir noch mal gucken. Du kannst ja noch mal den letzten Bauernwürfel erzeugen. Die hier werden alle neu gewürfelt. Und jetzt haben wir einen Erkunder. Gehst du mal dahin. Du sammelst Holz. Auch wenn du schon angeschlagen bist. Dann kannst du dich mal erholen. Und dann machen wir mal eben Sperren. Und jetzt neu würfeln. So, der Erkunder, der soll ja da gleich nochmal wieder erkunden. So, und hier können wir nochmal Holz sammeln. Du hast ein Lager gefunden. Dann machen wir mal kurz Pause.
Manchmal triffst du auf Lager, zu denen du Beziehungen aufbauen kannst. Wenn du mit einem Lager interagierst, wirkt sich das unterschiedlich auf die Verhältnisstufe aus. Auch wieder so ein komisches übersetztes Wort, Verhältnisstufe. Ein gutes Verhältnis sorgt für zunehmende Vorteile. Ein feindseliges Verhältnis bedeutet Unruhen für dein Königreich. Du kannst mit den Lagern interagieren, indem du verschiedene Außenposten in Reichweite errichtest. Die möglichen Interaktionen mit den Lagern hängen von den errichteten Außenposten ab. Ich rate mal, es geht über Würfel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Aufgaben haben wir nicht erfüllt. Überlebe den Winter. Das ist pausiert. Ich habe doch meine Mühle noch gar nicht gebaut. Ich habe aber Korn gebaut. 8 Korn haben wir. So, jetzt muss ich erstmal hier nochmal gucken. Wo haben wir denn jetzt was gefunden? Da haben wir unser Bezirksamt gebaut. Ah ja, unbekanntes Lager. Und da können wir weiter erkunden. Na, und hier ist nochmal Wald mit Holz. Hier ist eine Steinmine. Wir brauchen auf jeden Fall Stein. Ey, das wird krass, wenn man nicht pausieren kann. Wiesen, da gibt es Kräuter. Ja toll, wir sollen alles Mögliche sammeln. Na gut, werde ich jetzt... Achso, was war das hier? Unbekanntes Lager Mittel? Unbekanntes Lager Mittel. Warum gute Entdecker? Ja, wo sind denn gute und wo sind schlechte Entdecker? Was wollt ihr jetzt? Beliebiger Würfel mit 2 Gold. Aber wir können hier mit 2 Gold einen hier was aufrüsten lassen. Entweder wird der Würfel aufgerüstet oder das Feld. Mal schauen. Okay, machen wir mal weiter. Das heißt, ich werde nochmal versuchen, Getreide zu ernten, solange es noch geht. Vielleicht geht es auch gleich nicht mehr. Und erkunden wollte ich. Nehmen wir das erste Lager hier. Achso, genau. Und kann ich jetzt noch ein Gebäude bauen? Was bringt mir ein Haus? Produziert einen Bauernwürfel? Nee, das brauche ich nicht nochmal. Zweite Kantine brauche ich, glaube ich, auch nicht. Die Mühle. Das Einzige ist halt die Mühle. Oder Hütte des Kräuterkundlers. Sucht in nahegelegenen Wäldern nach Kräutern. Was? 8 Holz. Das kann ich mir nicht leisten. Achso, genau. Was ist eigentlich mit Technologien? Können wir da schon irgendwas machen? Brauchen wir wahrscheinlich erst die Schule, ne? Armenhaus. Handelsaußenposten. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen können oder ob wir erst warten müssen, bis wir da erkundet haben, aber ich versuche es einfach mal. Weil wir jetzt gerade auch so einen Baumeister noch haben. Nee, kann ich nicht. Zu nah an fremden Bauwerken. Okay. Eine interessante Entdeckung. Wir sind auf ein kleines Lager gestoßen. Die Kleidung der Einwohner ist nun zwar verschlissen, doch einst hat sie sicherlich viel hergemacht. Sie scheinen viele Waren zu besitzen. Bedauerlicherweise wurde unser Entdecker erwischt und gefangen genommen, als er versucht hat, sich in ihr Lager zu schleichen. Warum hat er versucht, sich da reinzuschleichen? Sie werden uns gegenüber eine Zeit lang vorsichtig sein. Dumm gelaufen. Also Zufallsevents, die hier ablaufen. Einer der Würfel ist verwundet. Was bedeutet das? Wird ein verwundeter Würfel erneut verwundet, stirbt er. Ein Würfel kann beim Kämpfen verwundet und in einem Tempel oder einer Apotheke geheilt werden. Tempel, Apotheker, was sind das für komische Worte, die ich nicht kenne? Okay. Können wir jetzt da was bauen? Nein. Ich kann das ganze Ding... Lager muss in Reichweite sein. Achso, hier wäre ein Lager in Reichweite. Ah, okay. Da wäre ein Lager in Reichweite.
Und das ist zu nah an fremden Bauwerken. Okay, also da ist ein Lager an Reichweite. Dann bauen wir das da mal hin. So. Ups. Der Rat. Der Rat schlägt neue Gesetze für deine Herrschaft vor. Entweder Gewächshäuser, Weizenhöfe in Bauernbezirken werden auch im Winter bestellt. Oder erfahrene Arbeiter. Erhöht die Menge an Ressourcen, die an Orten in Bauernbezirken gesammelt werden, um 1. Also das heißt, wir sammeln denn nicht ein Holz, sondern 2. Habe ich das richtig verstanden? Oder erhalte sofort 2 Bauernwürfel. Nee, das brauche ich nicht. Wir haben maximale Bauernwürfel bekommen. Ich denke, erfahrene Arbeiter wäre gut. Also kurz pausieren. Und der erste Schnee fällt hier schon, oder ist das noch Regen? Rat und Richtlinien. Der Rat trifft sich einmal pro Jahreszeit, aha, und bittet dich, eine Richtlinie umzusetzen. Verschiedene Würfelklassen schlagen verschiedene Richtlinien vor. Richtlinien haben gewaltige Auswirkungen und können den Verlauf des Spiels verändern. Bestätigst du eine von der Würfelklasse vorgeschlagene Richtlinie, erhöht sich deren Zufriedenheit. Reduziert aber die Zufriedenheit jeder Würfelklasse, deren Richtlinien abgelehnt wurden. Einige Richtlinien sind seltener als andere und durch ein Wachssiegel gekennzeichnet. Wenn du eine Richtlinie ablehnst, wirkt sich das nicht auf die Zufriedenheit der Würfelklassen aus. Ja. Kann ich die jetzt nochmal sehen, die wir abgeschlossen haben? Anscheinend wohl nicht. Achso, jetzt haben wir wieder Missionen. Baue eine Mühle, baue einen Dampfkessel. Ja. Genau, und hier muss jetzt erstmal einer arbeiten. Gut, also Pause weg. Produzent, Baumeister hin. Und hier einmal komplett neu würfeln, bitte. Der Winter ist da. Du musst dich mal... Ach, nee, du musst dich nicht erholen. Du musst Holz sammeln gehen. Das ist der Verwundete. Ach, krass. Du musst... Oder ich guck mir erstmal den Winter an. Im Winter eingesetzte Würfel laufen Gefahr einzufrieren. Je kälter die Temperatur, desto höher das Risiko. Auf Weizenhöfen wird im Winter außerdem nicht gearbeitet. Aktive Dampfkessel verhindern, dass Würfel innerhalb der Reichweite einfrieren. Das ist diese Frostpunk-Mechanik. Ja, was soll ich tun? Habe ich noch einen Erkunder? Feindselig! Aber ich kann da keinen kriegerischen Würfel oder so reinsetzen. Uralte Ruinen. Was kann ich jetzt überhaupt noch tun? Ich habe noch 3 Leute, die was sammeln können. Und einen, der muss sich unbedingt erholen. Okay, also Pause weg. Hier hin. Zack. Zack. Sammeln. 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 Und dann? Muss ich nochmal neu würfeln. Erkunder. Ich brauche Stein. Ups, jetzt sind erstmal die uralten Ruinen da. Das sind die Ruinen eines alten Tempels, der nun von Pflanzen und Unkraut übernommen wurde. Er sieht aus, als könnte er jede Minute einstürzen, doch möglicherweise beherbergt er Schätze.
Ja, wir betreten ihn auf jeden Fall. Erfolgschance Mittel. Hinter dem Eingang erstreckt sich ein langes Mittelschiff, das zu einem zerbröckelnden Altar führt. Auf dem Boden liegen die Überreste diverser Marmorstatuen und einige kostbarer Antiquitäten. Zwei Gold, vermute ich mal, einmal Kräuter und einmal Stein. Verlockend. Der Altar ist entzwei gebrochen, zerdrückt vom Gewicht der riesigen Frauenstatue. Hinter ihm führen einige Stufen nach unten in einen gesonderten Bereich. Erfolgschance ist niedrig. Schatz eingesammelt. Ich verstehe das so, das habe ich jetzt schon eingesammelt. Ich könnte jetzt also nochmal mit einer niedrigen Erfolgschance in einen anderen Bereich gehen. Einfach mal for Science. Wir machen es. Normalerweise würde ich es in einem Spiel eher nicht machen, aber ich will ja sehen, was passiert dann, wenn wir es auch nicht schaffen. Wird der Würfel dann verwundet? Können wir diese Schätze hier trotzdem behalten? Kriegen wir dann gar nichts? Das muss man erstmal rausfinden. Sorgfältig unter der Erde versteckt waren wertvolle Relikte und eine mütterlich anmutende Marmorskulptur. Der Zahn der Zeit nagte fleißig und die Statue ist mitgenommen, doch ihre bloße Gegenwart beruhigt. Nochmal zwei Steine, zwei Kräuter. Verlockend. Am Ende des dunklen Korridors leuchtet ein schummriges Licht. Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit brennen noch Kerzen, die eine Art Katakombe erhellen. Eine gewaltige Steintür ist halb aufgebrochen. Okay. Das sind jetzt unsere Gesamtschätze. Ich will es jetzt nicht strapazieren. Wir gehen jetzt mal. Auf dem Rückweg von der uralten Ruine wandern die Gedanken zu den zurückgelassenen Schätzen. Aber beim ersten Anzeichen von Bedauern stürzen die alten Mauern ein. Okay, das haben wir jetzt gerafft und rechtzeitig. So. Das heißt, wir haben jetzt drei Steine. Was braucht ihr jetzt nochmal die Mühle? Die Schule macht aus Bauern Bürgerwürfel. Aha, wie können wir denn forschen? Nahrung aus Kräutern. Ach, und hier geht es auch noch weiter. Finanzamt. Dampfkessel braucht 5 Eisen. Ja, Eisen habe ich noch gar nicht gesammelt. Da, ich glaube, ich sammle das erste Mal Eisen. Ja, also sollten wir sehen, dass wir Eisen sammeln, dass wir zumindest irgendwo einen Dampfkessel aufstellen können, dass wir weiter was sammeln können. Ansonsten ist es vielleicht im Winter auch okay, wenn nicht alle Würfel dann auch was machen. Welche Optionen habe ich denn noch? Außerhalb unseres Territoriums. Jetzt könnte man hier nochmal wieder ein Bezirksamt hinsetzen. Ach so, genau, wir haben auch Gold gefunden. Beliebiger Würfel und nicht Söldner und zwei Gold. Und dann passiert. Ach, dann ist das die Effizienzsteigerung, ne? Und das Ding ist neben der Eisenmine. Das könnte vielleicht sogar ganz gut sein. Das heißt, wir machen das mal. Ich setze mal hier so einen Kriegerwürfel hin. Ich nehme hier mal zwei Gold. Eins, zwei. Dann können wir hier nochmal wieder einmal sammeln lassen. Nochmal sammeln lassen. Oh, und jetzt können wir hier was tun. Mist. Die sind jetzt auf einmal nicht mehr feindlich. Jetzt sind wir ihnen egal. Wir können handeln und dann müssen wir denen aber Gold geben. Achso, ich habe noch ein Gold. Wo habe ich das denn jetzt her? Wurde das eben hiermit gesammelt? Warte mal. Es besteht eine kleine Chance, dass man Gold erhält. Okay.
Dann machen wir das mal. Ich nehme jetzt mal diesen Würfel gleich zum Handeln und nicht den Krieger, nicht, dass aus Versehen was Schlimmes passiert. So. Geht nicht. Wir müssen handeln. Wahrscheinlich können nur Bürger handeln oder so, ne? Bauern können nicht handeln. Kann das sein? Klassenbezirk. Du hast einen Klassenbezirk etabliert. Ein Klassenbezirk besteht aus einem Bezirksamt, das zu einem Klassenbezirksamt aufgewertet wurde, sowie allen angrenzenden Gebäuden und Orten. Der Bau oder Abriss von Gebäuden in einem Klassenbezirk wirkt sich auf die Zufriedenheit der Würfelklasse aus, zu der der Bezirk gehört. Einige Richtlinien betreffen nur Klassenbezirke einer bestimmten Würfelklasse. Okay. Das heißt, wir haben das Jagdrevier jetzt besser und die Eisenmine besser. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas Sinnvolles tun kann, ohne. Boah, ich muss. Oder warte mal, ich habe 13 Holz und 7 Stein. Doch, ich kann jetzt was machen. Ich kann was bauen. Wir bauen mal so ein. Ah ne, für den Dampfkessel brauchen wir Eisen. Von Eisen haben wir nur 2. Wir bauen die Mühle, um Nahrung aus Weizen zu bekommen. Ist das sinnvoll? Wir haben noch 9 Nahrung. Das ist noch eine ganze Menge. Wir können Bürger herstellen, die können wahrscheinlich dann handeln. Das ist ein weiter Weg. Erst über die Schule, dann da einen Würfel rein, dann haben wir einen Bürger, dann da noch handeln. Wer weiß, ob sich das lohnt. Produziert Bier aus Weizen. Bier macht die Leute wahrscheinlich zufrieden. Sind aber schon zufrieden. Apotheke für unseren Verwundeten. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ach so, und wir müssen mal gucken, ob wir hier noch in das Bezirksamt was reinbauen. Dass ich die Mühle hier mit reinsetze. Meine Mühle müssen wir sowieso bauen. Also gut, machen wir das mal. Mühle hier hin. 2 Leute, die bauen. Einmal der Verwundete. Und dann einmal Reroll. So, und jetzt musst du auf jeden Fall hier was zu essen kriegen. Hallo? So. So. Dann haben wir einen Erkunder. Können wir noch irgendwo was erkunden? Eher nicht. Können was sammeln. Auf jeden Fall Eisen sammeln. Und Stein würde ich auch sagen. Was war das hier? Achso, genau, das war nochmal Nahrung sammeln. Einmal Stein. So, dann erholst du dich auch mal. Und er hat hier über Nahrung auf jeden Fall nicht. Er wurde nicht voll erholt. Der war auf 2. Jetzt will ich mal eben kurz abwarten, was passiert, wenn der sich jetzt gleich erholt. Das ist ein Erkunder. Ich vermute, der ist dann auf 9 oder auf 10. Okay, muss mal kurz pausieren. Ah, zack, da ist er wieder. Ne, der hat nur 3 Punkte dazu bekommen. Die Kantine bringt nur 3 Punkte zurück. Das ist krass. Nee, das ist der Erkunder. Der hat 2 gehabt, hat jetzt 10. Bringt 8 zurück. Wunderbar. Damit kann ich leben. Und das ist der Eingefrorene aus der Eisenmine. Gefrorene Würfel können nicht gewürfelt oder eingesetzt werden. Der Würfel kann in einem Tempel oder in einer Taverne geheilt werden. Zum Sommerbeginn taut er von alleine auf. Ja, und unser Chef hat auch eine Fähigkeit, ne?
Behandelt alle eingefrorenen Würfel im Inventar. Eingefrorene Würfel verlieren 3 Haltbarkeit. Ja, können wir dann machen, wenn es mehr werden hier. Wir brauchen jetzt gleich einen Baumeister, um hier mit der Mühle weiterzumachen. Und wir müssen hier viel sammeln. Mit den anderen Hoshis hier kann ich nicht viel machen. Oh, wir haben 8 Eisen jetzt inzwischen. Das heißt, wir können, wenn wir noch einen Baumeister kriegen, auch einen Dampfkessel bauen. Mitte des Winters. Das heißt, es gibt nur Sommer und Winter. Na gut. Jedenfalls werden wir hier die Würfel noch mal ein bisschen mit Nahrung versorgen. Also nicht sinnvoll, bis auf 1 zu warten, sondern haben wir schon vorher mal einmal Reroll. So, dann wollen wir auf jeden Fall einmal Eisen haben und dann wollen wir einen Dampfkessel bauen. So, und der sollte natürlich auch für die Eisenmine gelten. Hier ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, da müssen 2 Produzenten rein. Achso, jetzt muss der erstmal hier rein. Dann müssen wir sammeln. Wobei, ich will jetzt nicht einfach... Obwohl, will ich so sammeln? Doch. Ich will auch nochmal Stein haben. Und Nahrung nur noch 6. Das ist krass. So, Mühle ist fertig. Autoplatzierung. Drücke Umschalt-Linksklicks auf einen Platz, um eine Autoplatzierung zu versuchen. Die jeweils ersten Würfel oder Ressourcen, die gefunden werden, werden dem Platz hinzugefügt. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man ohne Pausieren spielt, völlig im Stress ist und dann zack, irgendwas, nimm irgendeinen Würfel, der kommt jetzt hier hin. So, wir wollen den hier haben. Pause weg. Den hier haben. Zweimal Weizen. Du sollst hier was schnabulieren. Halt. Einmal Nahrung. Dann wollen wir noch mal hier Nahrung einsammeln. Ah, ich hätte zum Eisen gehen können. Naja. Dann machen wir bei den anderen noch mal einen Reroll. Okay. Baumeister. Einmal. Ich nehme extra auch die Würfel mit wenig Haltbarkeit, weil den 12er kann ich ja durchaus nochmal neu würfeln. Falls ich feststelle. Dass wir noch was anderes brauchen. Das muss ich noch mal einmal kurz pausieren und mal gucken, was kann ich noch im Baumenü bauen. Dampfkessel ist gleich fertig. Die Mühle ist fertig. Schule braucht 6 Holz und 4 Steine. Wir haben jetzt im Moment wenig Holz. Im Winter zur Schule zu gehen, habe ich gehört, ist sowieso total ungesund. Ah, Werkstatt produziert Wissen. Ja, logisch, kommt man doch drauf. Natürlich in der Werkstatt ist das Wissen. Nicht in der Schule. Der Dampfkessel braucht aber gleich auch noch Holz und wir haben keins. Trotzdem, wir machen mal die Werkstatt auch, nehmen das Bezirksamt. Wobei das Wissen hier blau geschrieben ist. Das sind bestimmt wieder nur Bürger, die das machen dürfen. Die anderen Sachen. Ach, Kräuter sind grün.
Na, weiß ich nicht. Wer darf in der Werkstatt arbeiten? Nur Bürger? Jedenfalls, dass Bauern in der Werkstatt arbeiten, halte ich für ein Gerücht. Deshalb sagen wir hier noch mal Reroll, also Reroll. So, dann müssen wir zwangsläufig noch mal Holz sammeln. Jetzt haben wir schon drei eingefroren, ne? Jetzt kann er mal seine Fähigkeit einsetzen. Das geht nicht. Warte mal, wieso nicht? Wettfähigkeit. Ja. Kann nicht gewürfelt oder eingesetzt werden, aber... Gut, gucken wir gleich. Jetzt muss ich erstmal sehen, was kann hier hin. Anzünden Holz, da müssen keine Arbeiter rein. Okay, machen wir das mal. Also 1, 2, 3 Holz. Dann brauchen wir einen Reroll. Dann musst du hier nochmal Getreide machen. Dann wollen wir noch mal Eisen sammeln. Und dann gehen wir noch mal ins Jagdrevier. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir so viel Nahrung schon haben. Aber ich habe auch keine Lust, dass die Leute jetzt einfrieren. Du würdest dir hier noch mal ein bisschen was zu essen holen. Baue Kaserne, Schule, Werkstatt. Ja. Gucken wir mal, was können wir bauen? Na gut, fangen wir mit der Schule an. Hier ist so ein oranger Kreis drum. Das bezieht sich also wahrscheinlich alles auf Bauern, was da passiert. Und die Schule wäre natürlich ganz schön, wenn die Leute das auch warm haben. Könnte ich also hier noch mal um den Dampfkessel herum bauen. Einmal, zweimal, Reroll. Das ist ein bisschen blöd, dass man das so nicht so gut sieht, da gerade was gemacht wird. So, und sammeln. Ich muss jetzt Holz sammeln. Tut mir leid, auch wenn du einfrierst. Du gehst was essen. 19 Essen, also das ist natürlich schon nicht schlecht. Also Mühle hat sich schon mal gelohnt. Neue Würfeln. Boah, ich kann kaum noch was machen. Ich gehe nochmal Eisen sammeln, falls... Ja, das ist eigentlich gar nicht... Doch, da ist es warm. Genau, beim Eisen ist es warm. Moment mal, und ach so, die brauchen hier einen beliebigen Arbeiter in der Schule und zwei Nahrung. Ja, dann gehen wir noch mal Holz sammeln.
Und ich krieg die nicht aufgetaut. Keine Ahnung. Vielleicht muss man das erst erforschen. Reroll. Ah, cool. Du hast einen Bürgerwürfel erhalten und der ist grün. Kultivierte Leute, die sich in Forschung und Technologie verschrieben haben. Du kannst Bauernwürfel in der Schule in Bürgerwürfel umwandeln. Das sehen wir auch. Die können halt ja, arbeiten, bauen und lernen. Effekt, wenn erfreut, gewähren zusätzlich Ressourcen. Effekt, wenn wütend, Gebäude können streiken. Mhm. Naja, und hier könnt ihr dann in der Werkstatt arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass Bürger in der Werkstatt arbeiten. Und sie können aber auch auf den Feldern arbeiten. Okay. Kann aber kein Holz hacken gehen. Jetzt habe ich einen Bürgerwürfel. Ich würde ja gerne noch einen zweiten dann nehmen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Also verstärken. Die Seiten eines Würfels haben einen Kraftwert von 1 bis 8. Die Kraft einer Seite kann das Ergebnis von Rezepten beeinflussen. Sofern nicht anders angegeben, weist die Stärke einer Seite 1 auf. Also wenn da keine Zahl ist, hat die Stärke 1. Die Seite eines Würfels kann die Maximalstärke von 4 aufweisen. Konstruktwürfel können die doppelte Menge haben. Die Stärke einer Seite kann auf verschiedene Arten und Weisen erhöht werden, zum Beispiel mit der Verbesserungskammer. Ist das die Verbesserungskammer? Da würde ich nicht unbedingt reingehen wollen, aber gut. So ein bisschen hier wie bei diesem Magierzaubertrick, der sich da halt so in so einen Käfig sperren lässt und dann unter Wasser getaucht wird und sich befreien muss. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Pause wegmachen. Die Leute müssen was zu essen kriegen. Ich wollte noch einen weiteren Würfel haben. Na, der kaputte? Nee, ich will den nicht. Der soll aber sammeln. Wir brauchen noch Holz. Ich nehme doch den. Zwei Nahrung. Ich will noch einen Bürgerwürfel. Und jetzt müssen wir mal gucken, kann ich jetzt die Werkstatt bauen? Nee, ich brauche noch Holz. Kann sonst irgendjemand hier was tun? Dann machen wir mal... Warte mal, du kannst hier zumindest was zu essen holen. Okay, und jetzt machen wir mal eben Alt und Klick, Klick. Hier ein Reroll. Zwei Weizen haben wir noch. Fünf Holz habe ich jetzt, ist immer noch zu wenig. Du brauchst was zu essen. Hier kann ich gar nichts anfangen. Nochmal Holz sammeln. Und du gehst gleich Holz sammeln. Ah ne, warte, das nochmal Holz. Geh du da nochmal Holz sammeln. Und Steine brauche ich aber auch. So, ich habe 6 Holz für eine Werkstatt. So, setze die Werkstatt nicht da in den orangen Bereich.
So, brauchen wir drei Leute, die produzieren können. Und jetzt habe ich fast gar kein Holz mehr, ich habe auch fast gar keinen Stein mehr. Dann ist mal wieder Sommer. Momentan ist Ende des Winters. Achso, warte, hier steht auch noch. Aktuelle Chance auf Einfrieren 15%. Aber bald werden sie auftauen. Der kann auch nichts machen. Ich würfel nochmal. Er muss sammeln, genau. Jetzt muss er Steine sammeln. Eisenmine. Stein. Er hat doch nochmal Stein. So. So. Du kannst neue Technologien erforschen. Unter Technologien kannst du Wissen ausgeben, um permanente Verbesserungen und neue Gebäude für dein Königreich freizuschalten. Die meisten fortschrittlichen Technologien und Gebäude erfordern das Freischalten einer höheren Technologiestufe, bevor du sie erforschen kannst. Genau, Technologiestufe haben wir momentan 0. So, hier brauche ich also ein Wissen, um mehr Holz sammeln zu können. Oder mehr Nahrung. Gut. Dann gucken wir doch mal. Aber jetzt müssen drei Leute Wissen haben. Das ist ja echt krass. Weil ich brauche ja drei Bürger. Können wir hier also schon mal neu würfeln. Und die müssen dann ja auch alle noch hier auf Buch sein. Also du kannst hier nochmal zum Bürger aufsteigen. Quasi nichts machen. Können wir noch irgendwas Sinnvolles produzieren? Hat sich der Dampfkessel eigentlich gelohnt? So richtig lange war der auch nicht an. Ne? Aber im nächsten Winter ist der dann von Anfang an dabei. Ich würfe nochmal. Ups. So. Und ich mache mir noch einen vierten Bürger. Ist aber auch gefährlich, ne? Also vier Bürger, weil die ja viele Sachen nicht tun können. Die können kein Holz sammeln und so. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Geh du hier Nahrung. So. Buch. Buch. Danke. 80 Sekunden. Krass. Aber dafür, es ist Sommer. Na, es ist nach Ende des Winters. Und hier habe ich vergessen, ihm zwei Nahrung zu geben. Eins, zwei. Boah, wie ich aber auch schlecht würfel, das gibt es nicht. Der Winter ist vorüber, der Schnee ist geschmolzen, das Wetter wird wieder wärmer. Wir haben unseren ersten Winter überstanden. Jetzt wird es Zeit, nach vorn zu blicken, was es wohl zu entdecken gibt. Verstanden. Unsere Würfel sind alle wieder da, krass. Ja, und jetzt... Der Rat schlägt neue Gesetze für deine Herrschaft vor. Jetzt sehen wir auch, dass zwei Gesetze von den Bauern vorgeschlagen werden und ein Gesetz von den Bürgern. Ich denke, das hängt auch davon ab, wieso die Bevölkerungsverteilung ist. Wir haben jetzt auch genau ein Drittel Bürger bei uns, oder ich weiß nicht, ob der vierte schon entwickelt ist, ich glaube noch nicht, aber das heißt, wir haben drei Bürger und neun Bauern derzeit. Sport für alle. Bauernwürfel, die durch Häuser generiert werden, haben anfangs volle Haltbarkeit.
Ja, wir werden keine Bauernwürfel so schnell mehr durch Häuser generieren. Gewächshäuser. Weizenhöfe in Bauernbezirken werden auch im Winter bestellt. Haben wir leider auch nicht. Im Bauernbezirk haben wir keinen Weizenhof. Hochschulbildung. Neu erhaltene Bürgerwürfel haben nun ja bessere Werte. Also die können immer noch das Gleiche machen, aber teilweise besser. Das ist schön, aber dann habe ich leider zu früh meine Bürger erstellt. Trotzdem, das ist das Einzige, wo ich vielleicht noch ein bisschen was mit anfangen kann. Bürgerklasse ist erfreut, die Bauern halt nicht so ganz. So, dann müssen wir jetzt ganz schnell mal wieder Sachen sammeln gehen. Stein, wo ist Stein? Und wir können Weizen anbauen. Das ist übrigens Sommer, ne? Oder gibt es noch Frühling? Ne, es ist Sommer. Es gibt nur Sommer und Winter. Okay, halt mal Stopp. Ich muss mal kurz überlegen. Ich müsste jetzt ja eigentlich auch noch erkunden. Ich müsste sehen, was es da weitergibt. Denn irgendwann sind auch die Ressourcen hier verbraucht. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal wieder ein neues Bezirksamt bauen. Dafür brauchen wir aber Holz. Gut, würfeln wir mal neu. So, Leute mit Bildung kommen hier direkt. Achso, warte mal. Stopp mal. Beziehungsweise nicht Stopp, sondern hier. Wir können jetzt. Wir haben zwei Wissen erlangt, warum auch immer zwei. Ah, okay. Weiterentwickelte Technologie kostet 12 Holz, 6 Steine und 6 Eisen. Das dauert noch ein bisschen. Aber wir können jetzt mehr Holz schlagen und Nahrungsproduktion steigern. Guck mal, da braucht man nur einen Bürger für so ein Feld. Zwei Bauern oder einen Bürger. Das muss ich doch was bauen können. Das könnte ich bis daran bauen. Das macht, glaube ich, sowieso immer nur Sinn, das in die Mitte zu bauen. Ne? Da geht es ja nicht. Das mal. Sind die da auch doppelt so effizient, wenn ich jetzt sage, hier produzieren? Ne, da brauchen die trotzdem noch Unterstützung. Lernen. Das Essen gehen. Erkunden.
würfeln. Da brauchen wir jetzt doch zwei. Ich verstehe es noch nicht ganz. Oh, der ist noch nicht fertig mit Essen. Jetzt ist der fertig. Jetzt ist Platz für den nächsten. Oh, ich muss mal kurz pausieren. Wegen Bauen. Dass ich gucken kann, was ich noch brauche. Eine Kaserne, genau. Und Verbesserungskammern. Was sind Verbesserungskammern? Da müssen die ja irgendwo hier rechts noch sein. Das ist nochmal Finanzamt, da ist nichts. Ah ne, da ist Verbesserungskammer. Unter Technologien freigeschaltet. Das heißt, ich muss erstmal hier 12 Holz, 6 Stein, 6 Eisen. Ja, also die ganze Zeit noch Holz sammeln. Kaserne würde gehen. Ich weiß noch nicht, ich warte erstmal das Erkunden ab, wo ich das hinbaue. Sagen wir hier mal eben kurz Klick, neu würfeln. Du darfst hier mal was essen gehen. Sammeln auf jeden Fall Holz. Und einer auch Stein. Holz. So, was ist bei dem Erkunden rausgekommen? Genau, da können wir es aufhören. Ach so, genau. Wenn wir jetzt hier einen Bürgerwürfel rauflegen und 2 Gold. Oh, wir haben 10 Gold. Krass. Dann wird das hier ein Bürgerbezirk. Das Problem ist, hier ist Steinmine, Steinmine. Das wäre ganz gut, wenn das auch ein Bauernbezirk ist. Und ich habe nichts, was ich so erkunden kann. Also gut, machen wir hier 1-2 Gold. Dann sagen wir. Stopp mal. Kann ich jetzt was bauen? Achso, genau. Kaserne wollte ich erwarten. Ich baue die mal hier dicht hin. Oder da genau neben, weiß ich auch nicht. Machen wir die mal hier hin. Drei Leute müssen da direkt bauen. Okay, das ist gut, dass wir jetzt 2 Gebildete wieder dabei haben. Was kann der noch machen? Ich lasse den mal. Noch mehr Holz sammeln. Dritter Baumeister. Die haben wir gleich. Bildung. So eine Verbesserungskammer sollen wir nur freischalten, sollen wir gar nicht bauen. Dafür brauche ich aber mehr Holz. Und jetzt will ich noch mal eben kurz was gucken. Kann ich? Ich will noch mal versuchen, ob ich irgendwie handeln kann. Okay. Schemenhafte Gestalten. Ein verängstigter Bauer schreit um Hilfe. Jemand greift unsere Siedlung an. Wer? Da muss ich mir gerade überlegen. Da haben wir aber großes Glück, dass gerade unsere Kaserne schon im Bau ist.
Und warum? Schnell kursieren Gerüchte über die anderen. Wir sind nicht allein. Aus dem Nebel tauchen schmächtige, blasse Gestalten auf. Sie bewegen sich flink durch die Schatten und nähern sich unseren Vorräten. Wir müssen verhindern, dass sie unsere Ressourcen stehlen. Verstanden. Feindselige Truppen greifen an. Bedrohungen sind Situationen, die vor Ablauf des Zeitlimits aufgelöst werden müssen, um etwas Schlimmes zu verhindern. Bestimmte Bedrohungen, wie feindselige Truppen, können dazu führen, dass die Würfel, die zum Auflösen der Situation genutzt werden, verwundet werden. Okay, da brauchen wir schon die Schwerter, sehe ich. Wo? Warte mal. Der läuft jetzt. Achso, da muss ich ein Schwert drauflegen. Alles klar. Jetzt muss ich dem einer in den Weg stellen. Was ist krass? Schwert. Alter, gib mir ein Schwert. So. Du kannst was essen. Was war jetzt? Der Typ ist einfach weg jetzt, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, reicht das als erste Folge. Wir machen auf jeden Fall weiter. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ob unsere Leute überleben, wann der erste stirbt. Also, dann würde ich sagen, seid morgen wieder damit dabei. Bis dann. Tschüss.